So, herzlich willkommen zurück zu Doom 2016. Ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Ja, und beim letzten Video hat sich in den Kommentaren ja ordentlich jemand beschwert. Ein Engländer oder whatever. Wie scheiße ich doch hier spielen würde, jo. Das mag auch sein. Aber trotz alledem spiele ich das Spiel nun mal zum ersten Mal. Und wenn das dann noch nicht optimal ist, tut's mir ja leid. Ich werde mein Bestes geben und gut ist. So. Okay, wir haben die Herausforderung abgeschlossen. Ich sehe, das ist natürlich gut. Bei mir ist es ja so, ich muss ein Spiel immer erstmal lernen. Vor allem auch die Arena erstmal kennenlernen und so weiter. Und irgendwann läuft es dann auch. Und ja, er meinte so, man muss hier nichts lernen, bla bla, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt. Das wäre ja eh nur laufen und schießen. Mag sein, mag auch nicht sein. Jeder Mensch lernt es anders, so sag ich es mir. Denn, ganz ehrlich, ich muss die Umgebung erstmal ein bisschen kennen, bevor ich Höchstleistungen machen kann. Na, und das kann ich. Hier kommt man nicht hoch. Weil dann, erst wenn ich das, die Arena genau kenne. Kann mich auch ihrer anpassen. Schönes Ding. Na? Das ist das Ding. Das war ja die ganze Zeit schon so in diesem Let's Play, dass ich anfangs erstmal faile, wie Sau. Ja, und dann kommt's dann auf einmal, weil ich dann die Umgebung kennengelernt habe, mit der ich kämpfen muss. Das ist einfach das Ding. Na? Wenn er das nicht muss, ja. Schön für ihn. Sag ich mal. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Oh, shit. Dann ist das halt so. Gut, mit euch habe ich allerdings tatsächlich auch nicht gerechnet. Natürlich ist manches nicht sonderlich gut, was ich hier mir fabriziere. Das ist schon richtig. Und Zero wird sich bestimmt auch schon manchmal gefragt haben, was spiele ich mich hier eigentlich zusammen. Aber gebt mir einfach ein bisschen Zeit. So. Aber das Ding kam jetzt auch so unerwartet hier gerade. Was ich eigentlich noch am Erzählen war und euch eigentlich noch gar nicht haben wollte. Weshalb ich hier auch schon wieder ganz schön viel verloren habe. Das kam auch wirklich sehr unerwartet. Ich wollte euch eigentlich noch gar nicht haben. Das ist halt echt so. Ich wollte euch noch nicht hier haben. Jetzt hast du gleich Ausguns zu Arschgesicht, ne? So. Gut. Hast du so ein Ding? Ne, dich kann ich so töten. So. Ja. Oh. Okay. Ich wollte eigentlich mal wieder so normal zurück und so. Mich erstmal gucken, was da hinten überhaupt noch ist. Was ist denn da oben überhaupt? Ach, der Berserk wahrscheinlich wieder, ne? Schätze ich mal.
Aber hier scheint es abzugehen. Habe auch das Gefühl, dass der das möchte, dass ich jetzt hier bin. Was ich eigentlich jetzt noch nicht wollte. Naja. Werde ich anscheinend aber nicht ändern können. Gar nicht so viel Waffen hier. Muss ich ja schon fast den nehmen hier. Hm. Ach, das ist ein Haste. So. Oh, du hast einen Hell Knight. So. Boah. Ah, scheiße. Bitteschön. Scheiße. Er hat keine Munition, du hast keine Munition mehr, okay. Bam! Gott, sind die langsam, die Raketen. Was haben wir noch an... Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier für Waffen haben. Die haben wir noch, genau. Der ist wieder wach geworden. So. So. Gut, wir haben's. Eieieiei. Dabei wollte ich das doch alles noch gar nicht machen. So. Gut. Ist hier auch irgendwas schon zu holen, oder? Da ist die Outmap, glaube ich. Ah. War das jetzt? Ja, da, glaube ich. Nee. Wie? Moment. Da hinten, glaube ich. So. Wenn wir das gemacht haben, dann werde ich gleich erstmal... Das war ein Geheimnis, okay. Erstmal wieder zurückgehen. Dann mal wieder nach Reihenfolge vorgehen, weil jetzt gerade so viele Sachen angefangen. So, gut, das hätten wir geschafft. Schon wieder Waffenpunkte, okay, ich kriege ja andauernd Waffenpunkte. Ach ja, das müssen wir ja auch noch fertig machen, genau. Gut, was haben wir hier? Ja, die Shotgun ist ja durch. Ja. Mal gucken, hier soll es ja auch die Super Shotgun geben. Also da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, was ich hier mache. Okay. Müssen wir mal gucken. Ich lasse das jetzt erstmal noch so. Was haben wir hier? Wir haben Artefakte. Okay. Diese Sphäre ermöglicht es dem Anwender, sich blitzschnell zu bewegen. Wird die Oberfläche der Sphäre durchstoßen, erzeugt das eine Wolke geladener Seelenbrecher-Energie, die kurzzeitig ein Exoskelett um den Nutzer bildet und so dessen Bewegungen
deutlich beschleunigt. Die Wirkungsdauer ist zwar sehr begrenzt, die Geschwindigkeit, die ein beschleunigtes Subjekt erreichen kann, ist allerdings atemberaubend. Da sich auch der Herzschlag beschleunigt, führt die Anwendung der Sphäre zu Rissen in der Herzwand. Das Herz explodiert buchstäblich. Okay. Das klingt ja sehr nett. Okay. Hä? Noch irgendwas? Ist das jetzt neu? Gute Frage. Es wäre schön, wenn man das mal sehen könnte. Aber ich glaube, das ist tatsächlich neu. Agenteinrichtung. Die Oberfläche des Mars ist eine lebensfeindliche Umgebung, trotz der Atmosphäre, die von den N2O2-Pumpstationen geschaffen wurde. Sandstürme machen Arbeiten außerhalb der Station immer wieder schwierig. Außerdem machen sie laufende Wartungsarbeiten erforderlich, damit die Anlage mit maximaler Effizienz arbeiten kann. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Arbeiten außerhalb der Station auf notwendige Tätigkeiten beschränkt, wie etwa Steuerung der Zuführung des Argent Towers, Versetzungen in andere Abteilungen, Frachttransport, Notfallzugriffe und Stufe 2 Gefahrensituationen, wie etwa eine Argent-Kernschmelze oder Seuchenausbrüche. Außerhalb der Basis kommt es häufig zu nicht verankerten zwischendimensionalen Aktivitäten. Daher wird empfohlen, dass Arbeiter Teams bilden, wenn sie an der Oberfläche Aufgaben zu erledigen haben. Nein, das haben wir noch nicht gelesen. So. Okay. Gut. Dann gucken wir mal, was wir mal alles kriegen noch hier. Und dann mal allmählich wieder zurück. Was haben wir hier noch? Na, da geht's wieder weiter. Da geht's weiter. So. Das ist die Frage, wie weit will ich überhaupt schon gehen? Eigentlich noch nicht so mega weit. So. Ah, da oben wird's auch weitergehen. Na, ich will gleich erstmal wieder zurück. So, bitteschön. Bam. So. Gut. Kurz einen Prozess aus den Dingern gemacht. So. Dann einmal du. Das ist eine Prätorenmarke. Okay. So. Was haben wir hier? Okay. Was soll ich jetzt hier? So, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück gleich. So, ja, gut. Okay. So. Hier sollte irgendwo die Super Shotgun sein. Das hat man mir auch gesagt, ja. Wo genau war denn das? Munitionskiste, die würde ich jetzt auch gerne mal benutzen, ehrlich gesagt. War die noch nutzbar? Ja. Könnte ich wirklich gebrauchen. Genau, weil das war nämlich echt leer, das ganze Zeug. So, was haben wir denn da noch? So. Okay. Hä? War doch eben noch ein Zombie. Wo ist der Zombie jetzt hin?
Hä? Ich bin doch gerade eben noch ein Zombie. Was? Wieso ist der Zombie auf einmal weg? Okay. Da ist das Ding. Das ist die Waffen, ja. Okay. Ich will es auch schon lesen hier. So, das war das. Bei einer kürzlich vorgenommenen Autopsie eines Höllenschinders wurde eine erstaunliche Embryogenese festgestellt. Zwischen der dritten und achten Woche der Entwicklung sucht sich der parasitäre Höllenschinder ein passendes Opfer, das er von innen heraus einäschern kann. Mit dem Heranwachsen des Höllenschinders verknöchert der Arm des Opfers zu einer Strahlenwaffe. Außerdem kann das pyrolysierte Opfer den extremen Temperaturen widerstehen, die bei der wiederholten Sammlung von Höllenenergie auftreten. Der Höllenschinder wurde bisher noch nicht außerhalb der Hölle beobachtet, daher sind weitere Forschungen in diesem Bereich für die nächste Verankerungsoperation geplant. Okay. Ich frage mich ja, was Höllenschinder auf wieder auf Englisch übersetzt heißt, weil Schinder sagt mir jetzt gerade nicht der englische Name zu. So, noch irgendwas von Bedeutung hier? Abgesehen von diesem Ding, was ich höchstwahrscheinlich noch nicht benutzen will. Ja, weil da will ich hier erstmal noch... Aber die Super-Shotgun kriege ich irgendwie nicht. An der scheine ich wohl immer dran vorbeizulaufen oder keine Ahnung. Irgendwie will sich die mir nicht blicken lassen. Ich kriege immer nur irgendeinen anderen Krack. Obwohl der hier eigentlich schon längst sein müsste. Gehen wir da oben mal hin. So, und jetzt? Bis hier. Ah, okay. Jetzt kommen wir, glaube ich, dahin, wo ich hin muss. Da ist auf jeden Fall was drin, ja. Danke, Automap. So, dann... Mal gucken, was du bringst. Raketenwerfermodell. Ich frag mich, was das für ein Extra ist. Ne? Ja, sehr interessant alles. Gut. Aber den Super Shotgun habe ich davon jetzt immer noch nicht. Wo liegt die denn bloß? Tja. Was waren hier noch? Waren wir hier schon längst gegangen? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch gar nicht durch. Hier fehlt schon wieder ein Zombie. Die sind irgendwie immer urplötzlich weg. Du hast die Super Shotgun. Na endlich. Hat mir auch schwer getan, die zu finden. So. Na endlich! Ja schön. Oh, sieht aber geil aus. Cool. Hoffentlich hältst du auch, was das verspricht. So.
Und die kann man jetzt nicht upgraden. Das ist ja ärgerlich, ey. So, jetzt gucken wir mal hier, was haben wir hier? Verbesserungen. Diese Verbesserungen erhöhen die Wirksamkeit dieser Waffe. Ja. Ist mir schon klar, dass es das ist. Schnelleres Nachladen. Verringert die Nachladezeit bis zum nächsten Schuss. Schüsse durchdringen Ziele. Okay. Okay. Kannst zweimal... Und cool, ich kann zweimal, das ist super, das war auch cool. Mal gucken. Dass man die jetzt nicht, ja. Es ist sehr ärgerlich, dass man die nur das geben kann. Aber immerhin kann man sie verbessern. Aber ich hätte mir echt mal so einen Explosivschuss halt hier gewünscht, ne? Und den gibt's hier leider nicht. Ja, das heißt, die normale Shotgun brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Weil die ja die Explosivdinger hat. Weil es meinten ja welche. Oder irgendwo auf YouTube in den Kommentaren habe ich mal gelesen. Nicht bei meinen Videos jetzt, aber woanders. Dass die Shotgun, die normale Shotgun wohl von der Super Shotgun wohl ziemlich abgelöst wird. Aber ich denke mir mal, die Explosivdinger. Schätze mal, dass ich damit die Rüstungen durchbreche, wie von dem einen Typen und so weiter, ne? Ja, könnte ich mir vorstellen. Was haben wir hier? Waffen. Super Shotgun. Während diese Waffe aus dem zugelassenen Arsenal der UAC gestrichen wurde, schwören viele Veteranen nach wie vor auf sie, wenn es in den Nahkampf geht. Die Waffe bietet unvergleichliche Zerstörungskraft auf extrem kurze Reichweite, ist dafür aber ab einer gewissen Zielentfernung vollkommen nutzlos. Die Flinte ist leicht und klein, was sie zu einer hervorragenden Zweitwaffe macht, ohne die kein Kämpfer ins Gefecht zieht. Ja. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wie machen wir das jetzt? Schwierig, schwierig. Boah, 6 Punkte die nächste, alter Schwede. Ja. Machen wir das mal. So. Dann schießt sie gleich schon mal schneller. So. Und dann muss ich die mal belegen, jo. Das stimmt allerdings. Einstellungen. Maus und Tastatur. Tastenbelegung, genau. So. Machen wir das mich mal eben kurz anders. Oh, hier die Shot. Ja, machen wir das. Ist ja die Frage, was benutze ich jetzt häufiger, ne? Ja, ich mache das jetzt mal so, dass ich die mal auf W mache. So, genau. Ja, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Gut. Fortsetzen, so. Ja. Das soll... Es ist schade, dass es kein Umschalter ist, wie bei den alten Dooms. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ein Secret nur noch, okay. Wir haben schon fast alles. Und die hätte ich viel, viel eher haben mögen, die Shotgun, weil damit werde ich doch wesentlich mehr reißen jetzt. So. Sollte man zumindest meinen. So, jetzt gehe ich mal zum Anfang zurück und mache jetzt erstmal von hinten nach, ja, von hinten nach vorne sozusagen. Mal gucken, wo der Anfang war.
Jetzt habe ich endlich das, was ich haben will. Das kann man nochmal mitnehmen. Ja. Ach, noch eine Munitionskiste. Ja, nice. Sollte man sich merken, okay. Die sieht man hier nur leider dummerweise nicht. Gut, hier geht's nicht weiter. Oder da hier ist noch eine Munitionskiste, das ist natürlich gut zu wissen. Den Runenstein könnten wir ja auch mal machen, ja. Ja, dann machen wir den Runenstein jetzt noch. Und dann war es das für den Part für heute. Ja, mach mal den Runenstein, mal gucken. Zerstöre mit der Pistole 30 Fässer, bevor die Zeit abgelaufen ist. Pistole 30 Fässer. Oh, das wäre geil, wenn wir das hinkriegen. Natürlich mega geil, wenn wir das hinkriegen. 30 Fässer, das werden wir wohl schaffen, oder? Hm. Klingt erstmal leicht, aber... Da gibt's bestimmt einen Haken. Scheiße. Geschafft. Wenigstens hier stelle ich mich nicht so... Ja, die kriege ich wenigstens hin. Wenn ich mich schon in den Kämpfen blöd anstelle. Ich meine, ich muss dem schon dezent recht geben, dass... Könnte man teilweise ein bisschen weniger fehlen. Das ist schon so. Aber man hätte es vielleicht ein bisschen freundlicher schreiben können. Aber gut. So. Das... Moment. What is to do? So, dann müsste ich das... Ey, aber ich keinen Slot frei habe wahrscheinlich. Wow. Gut, lassen wir das erstmal. Jo, ich weiß aber nicht, ob der jetzt gespeichert hat. Das ist jetzt ein Problem. Das weiß ich leider tatsächlich nicht. Bleibt nur beten und hoffen. Hier ist doch die nächste Dingens. Sehe ich doch von hier. Ja, aber da kommt man ja nicht hin. Hm. Ist jetzt interessant, weil... Da kommt man jetzt ja gar nicht hin. Das hat mich, glaube ich, schon mal gewundert, wie das hier weitergehen soll. Weil hier ist ja nichts. Merkwürdig. Aber ganz in der Nähe. Interessant.
So. So. Erst mit der Pistole. Oh. Bim. Nur, guck jetzt mal weg hier. So. Warum war hier auf einmal so viel los? So, jetzt sind wir am Anfang wieder, ne? Wir sind mal wieder ganz zurück am Anfang. So. So, meine Kiste, wie es scheint. So. Hier müsste so ziemlich der Anfang sein. Was ist denn da hinten noch? Ja, wir kommen zu den Anfang. Nee. Da wollte ich hin. Da geht es nämlich auch noch hier hoch irgendwie. Hat aber nichts zu sagen. Naja, hier können wir noch die Rüstung mitnehmen, ja. Nein, was ich noch machen wollte, ist die Shotgun auch. Die Dingens. Stimmt, das fehlt nämlich auch noch. So, haben wir jetzt hier alles? Hier immer noch Dinge offen. Das nehme ich echt mal ganz zurück und alles. Hier ist noch Munition für den hier. Nimmt er aber nicht auf. Na gut, dann halt nicht. Ne, hier sind wir durch. Definitiv, das haben wir gemacht. Wieso, was willst du denn mit dem Ding jetzt hier? Das habe ich doch definitiv gemacht. Habe ich jetzt tatsächlich noch was drin? Oder habe ich das... Ne, anscheinend war ich hier noch nicht dran. Anscheinend noch nicht. Ja, dann macht das natürlich Sinn, dass wir das auch mal abklappern, weil hier nämlich Rüstung ist. So. So, gut, aber dann... hier geht... Wo geht's jetzt? Da hinten. Da hinten. So. So, wo war das jetzt mit dem Aufladeding? Das hätte ich jetzt ganz gerne nochmal. Hier haben wir jetzt auch alles, ne? Hoffe ich doch mal. So. Einfach noch dieses Aufladeding sie. Oder wir machen jetzt mal den hier. Oh. Oh, die Shotgun ist ja richtig nice. Wow. Was war das? Oh, hi. So. Damit der... Okay, jetzt bin ich gespannt, wo ich bin. Jetzt bin ich gespannt, wo ich bin. Ah, ich... Mann, die Glory Kills muss man echt... Das ist echt der Nachteil, dass die Gegner einen nach wie vor beschießen, ey. Das ist wirklich... Es ist beim Runenstein, okay. Ja, dann mache ich jetzt hier erstmal Schluss, glaube ich. Habe ich natürlich die ganzen Ramsch natürlich nicht
Na gut. Was fehlt mir denn jetzt? Eigentlich nur... ja, das geholte Armor und die... Ja, eigentlich... Ja, nur so Kleinigkeiten. Ja, okay. Dann mache ich jetzt erstmal einen Stopp. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Doom 2016. Bye, bye.